Hallo zusammen, heute geht es um Materialien und Stücklisten beim Korpus Generator Classic und beim neuen Korpus Generator. Wir schauen mal zur Erinnerung noch kurz im Korpus Generator Classic in die Ausführung. Wir haben hier auf der linken Seite unsere Baugruppen, auf der rechten Seite unsere Materialzuweisung und können hier aus der Datenbank unsere Materialien wählen. Wir haben für Texturen einen eigenen Reiter, die werden zwar auch automatisch gesetzt, aber eben aufgrund der hier ausgewählten Vorgabe. Und dann gibt es hier auf der rechten Seite die Möglichkeit, die Maserungsrichtung für eine gesamte Baugruppe zu ändern. Dann gibt es hier auf der linken Seite noch eigene Baugruppen, wofür die benötigt werden, werden wir gleich noch sehen. Und damit verlassen wir auch schon den Dialog und schauen uns an, wie sieht das Ganze im Korpusgenerator der neuen Generation aus. Wir haben auch wieder auf der linken Seite die Baugruppen, auf der rechten Seite die Materialzuweisung. Das Ganze ist etwas detaillierter. Wir haben mittlerweile hier die Kanten eingebaut. Das haben wir im letzten Video schon gesehen, wofür jedes Bauteil oder jede Baugruppe hier die Kantenzuweisung eingestellt werden kann, sehr detailliert, auch mit der Kantenreihenfolge, welche Kante läuft durch, was für eine Verbindung haben wir immer zwischen zwei Kanten und so weiter und so fort. Das haben wir schon besprochen. Und neu auch jetzt die Maserungsrichtung. Das kann ich noch nicht zeigen, aber man kann schon mal sehen, wie es aussehen wird, wenn es funktioniert. Soweit, so gut. Hier gibt es natürlich auch ein Materialset, was man wählen kann, und dieses Materialset wird dann auf den Korpus angewendet. Interessant ist allerdings die Art und Weise, wie mit den Materialstärken umgegangen wird. Und das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, denn wenn wir hier nochmal reinschauen, sagen wir mal in den Korpusdialog und wir schauen uns mal die linke Korpusseite an, dann sehen wir, dass hier eine Materialstärke direkt der Seite zugewiesen wurde. Und wir haben hier ein Material aus dem Materialset, was wir uns gerade angeschaut haben, was hier eingestanzt und nicht änderbar zu sehen ist. Und was jetzt passiert, wenn ich hier direkt eingebe, ich möchte, dass die Seite 22 mm dick sein soll, ist, dass nachgeschaut wird in der Datenbank, ob es ein 22 mm Material in derselben Materialfamilie gibt. Materialfamilie, für die, die sich noch daran erinnern können, Interior Cut, Stammdaten, Platten bearbeiten. Und wir haben hier die Gruppe oder Familie FPY. In jeder Gruppe darf es nur eine Stärke einmal geben. Wer in diesem Dialog schon mal drin war, für diejenigen, die keine Profaktor-Synchronisation anhaben, für die mit Profaktor ist dieser Dialog gesperrt, weil die Materialien aus Profaktor kommen, wissen, dass sie hier den OK-Knopf nicht betätigen dürfen, wenn sie versuchen, eine Stärke zweimal in einer Gruppe zu haben. Und der Grund dafür ist genau das, was wir gerade gesehen haben. Es wird nämlich versucht, zu erraten, welches Material soll hier wohl genommen werden, wenn ich etwas ändere. Spannend wird es eben, wenn es das Material nicht gibt. Wenn ich zum Beispiel hier 40 mm eintrage, steht hier unbekannt und ich bekomme hier so einen Hinweis, dass ja, ich doch jetzt was korrigieren soll, bitte, und bitte einstellen soll, Materialstärke 40 mm, was sollen wir denn da nehmen? Ja, könnte ich jetzt hier machen, korrigiere ich jetzt nicht. Das dient eigentlich nur der Veranschaulichung. Interessant wird das erst eigentlich, und da sehen wir dann auch gleich den Grund, warum wir das Materialsystem etwas umgestellt haben, wenn wir es mit mehreren Materialien zu tun haben, sprich mit Trägermaterial und mit Belägen. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier in der Aufteilung, den Korpusdialog gibt es ja nicht mehr, der ist weggefallen, weil wir können jetzt mittlerweile alles direkt in der Aufteilung bedienen. Weniger Dialoge ist immer gut. Und das Interessante passiert eben, wenn ich jetzt für diese linke Seite analog dazu, wie ich das eben gemacht habe, versuchen möchte, ein anderes Material einzustellen, sehen wir, okay, es gibt hier die Möglichkeit, drauf zu klicken und was zu ändern. Und das Erste, das der eigentlich der Interessante, sehen wir hier schon. Es sind nämlich hier werden nicht 19 mm angezeigt, sondern es werden 20 mm angezeigt. Warum ist das so? Ich kann die Stärke der Seite nicht mehr direkt an der Seite ändern und es wird dann erraten, welches Material genommen werden soll, sondern ich mache das hier über das Material. Jedes Material hat ja in der Datenbank eine Materialstärke und die wird dann einfach auf das Bauteil angewendet. Das heißt, ich habe hier 19 mm und zweimal 0,5 mm Belag in Form des Furniers, was ich verwendet habe, und das ergibt 20 mm. Das wird eben aufaddiert und auch dann natürlich, wenn ich hier
unterschiedliche Furnierstärken habe, wird das berücksichtigt. Genauso funktioniert das auch bei Fronten. Das heißt, wir sind bei solchen Änderungen beim Klassik-Korpus-Generator immer einen etwas anderen Weg gegangen. Und wir haben eben schon mal gesehen, es gibt ja in der Ausführung, ich gehe mal in den Gesamtdialog, es gibt ja in der Ausführung hier unten links diese eigenen Baugruppen. Wozu brauchen wir die? Die brauchen wir, wenn wir zum Beispiel für nur eine einzige Front ein anderes Material haben wollen. Sorry, ja, das ist schon lange her, dass ich damit gearbeitet habe. Hier müssen wir draufklicken. Dann gehen wir auf Doppel und dann können wir hier, da sehen wir jetzt die eigenen Baugruppen. Wenn wir die noch nicht angelegt haben mit dem richtigen Material, müssten wir jetzt zurück in den in den Materialdialog und müssten es dort machen. Das ist okay, das hat wunderbar funktioniert, aber es war natürlich umständlicher, als es hätte sein müssen. Und deswegen haben wir das jetzt grundlegend anders gemacht. Und zwar durch exakt denselben Mechanismus, den wir hier gerade schon bei der Seite gesehen haben. Seite anklicken und hier ist der Link, Front anklicken und ebenso auf der linken Seite hier ist der Link. Das heißt, hier auf der linken Seite passiert eigentlich immer alles das, was relevant ist für das angeklickte Bauteil, egal ob es im Boden eine Seite, eine Front ist. Und zwar eben immer aufgrund des zugewiesenen Materials in der Datenbank. Ganz, ganz wichtig, weil eben dadurch immer die richtigen Materialstärken genommen werden. Gut, das heißt, das haben wir gesehen. Und wir schauen uns noch zwei, drei andere interessante Aspekte an. In Bezug zum Beispiel auf die Stücklisten, da haben wir ja mittlerweile auch ein neues System. Wir geben ja sowohl bei der CNC, beim CNC-Export immer Stücklisten mit aus, als auch sind natürlich in der Lage, auch den neuen Korpus noch über die Dokumentstücklisten auszugeben. Das hat so funktioniert, wiederum zur Erinnerung, hier ist der alte Korpus, rechts der neue Korpus. Anklicken, Interior Cut, Dokumente, Stückliste. Dann wählte man hier eine Stückliste aus, sagte okay und dann wurde die Stückliste erzeugt. Das hat eine Weile gedauert. Das liegt daran einfach, dass der interne Vectorworks-Datenblätter verwendet werden, die von uns beschrieben werden im Hintergrund und je nach Menge der Bauteile dauert es eben ein paar Sekunden. Und so sieht dann die Stückliste aus. Wunderbar. Das ist soweit so gut. Und diesen Prozess haben wir aber wesentlich beschleunigt, indem wir den Stücklistenexport erstens nicht nur mehr mit aktivierten Objekten ausführen können, sondern mit, genau wie den CNC-Export, also Stücklistenexport, können wir hier wählen, was wir exportieren wollen. Aktuelle Selektion, wenn ich also vorher das Möbel anklicke oder die Bauteile, aktuelle Ebene oder das gesamte Dokument. Für aktuelle Ebene reicht es jetzt hier, weil ich auf der Ebene nur exportieren möchte. Ich habe noch mehrere Ebenen hier im Dokument. Ich möchte nur diese Ebene exportieren und ich habe hier gewählt Zuschnittliste Excel. Wir gehen noch mal kurz in die Einstellungen und schauen uns hier an, was wir für diesen Excel-Export, diesen Tabellen-Export einstellen können. Das ist hier im Bereich Stückliste, natürlich das Kumulieren von Belägen und Beschlägen und dann Export in. Was können wir machen? Zwischenablage oder Datei oder beides? Sehr schön, Zwischenablage habe ich jetzt ausgewählt, weil ich zum Beispiel gleich in eine Google-Tabelle einfach durch das Einfügen der Zwischenablage mir meine Stückliste anschauen will, dann ist das eigentlich der probate Export. Dann können wir noch ein bisschen sortieren und noch sagen, was wir exportieren wollen. In dem Fall Bauteile, Beläge und Beschläge. Wunderbar. Sagen okay und das war's. Es ist bereits jetzt in der Stückliste, so schnell ist das. Und ich zeige mal, wie es geht. Einfach hier neue Tabelle und dann einfach oben links und Steuerung und V und wir haben die Stückliste hier zum Betrachten. Und das ist natürlich wunderbar, weil erstens ist es schneller, zweitens kann es gleich durch den CNC-Export miterfolgen und es gibt nur noch einen Mechanismus für den Stücklisten-Export. Ja, insofern auch da kleine Änderung. Das funktioniert mit dem Classic nicht mehr, das geht nur noch mit dem neuen System. Dann haben wir natürlich in Bezug auf die Materialien den eigentlich einen der aller wichtigsten Aspekte, dass ja der neue Korpusgenerator aus diesen 3D-Bauteilen besteht. Das heißt, wenn ich also hier zum Beispiel noch einen Boden anbringen will mit einem bestimmten Material, dann kann ich das sehr, sehr, sehr leicht tun. Buchhandfurniert, so, da habe ich mein Bauteil. Ich kann das hier in die gleiche Position legen wie den Korpus. Kann es hier natürlich auch verändern. Kann es selbstverständlich mit Beschlägen am Korpus verbinden, am Korpus anbringen, wie zum Beispiel Dübel und so weiter. Das ging alles ja mit dem Classic nicht. Und im Classic hätte ich jetzt hier einen Tiefenkörper machen müssen. Der Tiefenkörper hätte dann von mir eine Dicke bekommen.
Dann hätte ich sagen müssen Interior Cut, Klassik, Ausführung bearbeiten. So, das ist es. Und dann konnte man hier sagen, was man damit tun wollte mit diesem tiefen Körper. Und es wurde hinterher versucht, diesen tiefen Körper in der Stückliste wiederzuerkennen. Das ist natürlich hier komfortabler, weil wir bei diesem Bauteil ja exakt denselben Ausführungsdialog haben wie bei Bauteilen im Korpus. Der ist jetzt hier noch in seinem Ursprungszustand. Im Korpus hat sich schon ein bisschen weiterentwickelt. Daher natürlich Preview. Wir haben hier noch keine Kanten drin, sondern hier noch den eigenen Kantendialog. Diese beiden Dialoge werden zusammengefasst, natürlich genau wie wir das gerade bei dem Bauteil im Korpus gesehen haben, in einen Dialog, und dann ist es exakt dasselbe. Das heißt, Einzelbauteile mit dem Korpus zu verbinden oder auch in Positionen zu legen, ist kein Problem. Ich kann hier sagen, Projektposition zuweisen, Position 1 auswählen, und damit ist dann das Stück, das ein Teil derselben Position zugewiesen wie der Schrank. Ganz wunderbar und sehr, sehr einfach. Dann haben wir natürlich noch ein paar Feinheiten für diejenigen unter Ihnen, die ihre Möbel nicht nur produzieren, sondern auch präsentieren. Beim Thema Rendering haben wir beim neuen Korpusgenerator sehr viel Schönes gemacht, und zwar, wie man sieht, auf der linken Seite der Klassik. Da fängt jede Textur bei jeder Front immer unten links in der Ecke an. Kann man sehr schön sehen, eine deutliche Wiederholung. Immer das gleiche für jede Front. Unten links in der Ecke ist der Ursprung, da fängt die Textur an. Beim neuen Korpusgenerator hier rechts haben wir das geändert. Da haben wir die Textur, das Furnierbild in diesem Fall, haben wir durchgehend. Das heißt, die Fronten sind sehr schön, sehen sehr schön aus. Man sieht keine Wiederholung. Das sieht sehr viel organischer und natürlicher aus. Und man hat natürlich weniger Arbeit bei der Nachbearbeitung im Rendering, das heißt nämlich gar keine, sondern das sieht gleich von sich aus schon im Rendering anständig aus. Und natürlich zu guter Letzt, das hat nichts mit dem Thema Material an sich zu tun, es hat aber etwas damit zu tun, wie wir umgehen mit dem Thema Material auf Bauteilen und insofern eben auch mit dem Thema Bauteile in Korpusmöbeln, das Thema Korpusmöbel spiegeln. Wir haben jetzt hier einen Korpus, eine neue Generation, nehmen mein Vectorworks-Spiegelwerkzeug hier oben. Da habe ich es ausgewählt. Und ich spiegel den Korpus rüber. Und das darf ich tun. Da hat Interior Cut nichts dagegen. Und es kommt keine Warnung und kein Hinweis und kein Nichts, wenn ich versuche, das mit dem Classic-Korpus zu machen. Dann gelingt mir das zwar zunächst auch. Wenn ich nun aber hier versuche, den zu bearbeiten, kommt ein Hinweis, dass dieses Korpusmöbel gespiegelt wurde und so weiter und so fort. Und wenn wir dann in die Aufteilung schauen, dann sehen wir, das wurde gar nicht gespiegelt. Dann der Korpus hat da nichts von mitgekriegt. Hier ist es gespiegelt, hier ist es nicht gespiegelt. Das kann natürlich nicht im Sinne des Erfinders sein. Und wenn wir jetzt das vergleichen mit dem neuen Korpusgenerator, dann sehen wir hier, dass das brav gespiegelt wurde. Hier ist das Ergebnis und hier ist der Dialog. Der Dialog hat das also mitbekommen. Und ich könnte diese Spiegeloperation auch hier im Dialog natürlich machen und die gesamte Frontaufteilung spiegeln. Das geht im Classic nicht. Da kann man nur einzelne Fronten, aber nicht die gesamte Aufteilung spiegeln. Ich bedanke mich fürs Interesse und sage Tschüss.